Ich werde das Spiel auch, denke ich mal, nochmal auf Irrenhaus spielen. Jetzt vielleicht sogar noch für Twitch nochmal aufnehmen, hochladen und so weiter. Oh, jetzt aber hier nicht da, nein, Deutsch. Untertitel aus. So. Jetzt starte ich aber mal richtig. Not a Hero, Chris Story. Und ich denke mal, am Anfang werde ich hier meine Cam erstmal wegmachen, wegen der Sequenz. Und wir spielen natürlich auf normal. Jetzt hat Umbrella wiedergeboren als privates Militärunternehmen seine Hilfe für die Ergreifung von Lucas Baker angefangen. Das heißt, er ist nicht wirklich Umbrella. Ist alles bereit? Können wir anfangen? Ich kann nicht anders, Mann. Wir haben was zu erledigen. Chris, haben wir ihn verloren? Nein, nein. Ethan Winters ist in Sicherheit. Er lebt und ist wohlauf. Und Lucas Baker? Er ist die einzige Verbindung zu den Connections. Er ist als nächstes dran. Ich bin ja mal gespannt, ob Lucas Baker es schafft, abzuhauen. Oder ob wir ihn wirklich erwischen. Und wir wechseln natürlich in Chris Redfields Sicht. Booting. Dum-dum. Umbrella, HMD, System. Okay, bin im Bergwerk. Stabiles Signal. Ich höre dich laut und deutlich, Chris. Von der ersten Einheit kam nicht viel, bevor der Kontakt abbrach. Aber offenbar hat Lucas das Bergwerk zu seinem Unterschlupf gemacht. Wie viele werden vermisst? Drei unserer Besten. Ihre letzte Übertragung war in der Nähe eines Labors gleich davor. Ich will, dass du es dir anschaust. Verstanden. Die Sicht sieht schon mal megamäßig aus und ich habe Angst vor dem, was hier auf mich lauert. Wir haben aber 27 Schuss. Wir schaffen das. Können Gegner schlagen, wenn diese taumeln. Toll. Und wie? Ach so. Nicht von selbst. Oh Gott. Okay, gut zu wissen, dass man das kann. Natürlich kriegt man hier gleich sofort die ersten Gegner hier. Bams. Ja, hallo erstmal, ne? Also ich muss sagen, grafisch immer noch atemberaubend. Von hier komme ich, okay. Und ach, der hat mir eigentlich schon die Richtung gezeigt. Oh Gott!
Die Typen geben mir gerne Munition. Warum sollten sie auch? Deswegen hoffe ich. Was war es, was Lucas hier unten wollte? Wir analysieren noch die Daten, aber anscheinend experimentiert er mit einem Typ E-Mutabilität. Hoffen wir, die Männer sind nicht Teil der Experimente geworden. Typ E, Mütter, was auch immer. Muni? Muni? Hey, ich hab nur noch 14 Schuss. Gib mir Muni. Sonst könnte es lustig werden. Und das wird's. Oh je. Bestimmt habe ich das DLC in einem Tag durch. Klar, kann hier nicht länger dauern als jetzt das Hauptspiel. Außerdem ist das hier schnell erledigt. Also dieser Gang hier. Man ist gespannt, wann wir in neue Gebiete kommen. Das hier haben sie aber auf jeden Fall wahrscheinlich kopiert. Handgranate. Nett. Ach, ich hab ja noch das. Okay. Okay. Und ich habe ein Messer. Alles klar. Okay. Habe ich ein Menü? Arzneispritze. Ah. Hier, Umbrella Corporation. Alter, das sieht so geil aus. Operation Lauernde Furcht. Missionsziel, extrahieren Sie Lucas Baker. Alter, die Geräusche. Ort Dalville, Louisiana, USA. Baker anwesend. Gefahrenprofil molded Alpha-Variante. Andere. Antipersonenfallen, teilweise tödlich. Ach du Scheiße, nein. Nicht die Fallen! Aufgrund des Mangels an Informationen und der Zahl der beteiligten unbekannten Faktoren wird Chris Redfield von der BSA als Biowaffenspezialist an Missionen teilnehmen. Warum arbeitet der jetzt mit der Umbrella Corporation zusammen? Das will mir immer noch nicht in den Sinn. Er ist also immer noch BSAA. Alter, wer läuft da? Hört auf damit! Neueste Info zum Einsatzort. Neueste Informationen haben bestätigt, dass Lucas Baker sich im Bergwerk in der Nähe des Baker-Anwesens verschanzt hat. Profil Lucas Baker, mutmaßlicher Mitarbeiter der kriminellen Organisation, die Connections Rolle nicht bestätigt, hat unverzichtbare Informationen über die OG-Organisation. Profil, die Connections, kriminelle Organisation, die Biowaffen für den Verkauf auf dem internationalen Schwarzmarkt produzieren. Wir haben nur begrenzte Informationen über Größe, Marktanteil und Mitglieder. Sie sind die Hauptverdächtigen im Zusammenhang mit der Produktion und Distribution der E-Serie Biowaffe. Das Modell Evelyn der E-Serie ist im Baker-Anwesen präsent und aktiv. Lucas Baker scheint sie zu überwachen und über ihre Aktivitäten Bericht zu erstatten. Evelyn, Ruhe in Frieden. Schade, dass man aus dir nicht mehr normales Mädel machen konnte. Für viele von Ihnen ist dies Ihre erste Mission bei uns. Darum möchten wir klarstellen, worauf wir bei Umbrella aus sind. Obwohl viele unserer Mitarbeiter von dem berüchtigten Pharma-Riesen Umbrella stammen, ist es unser Ziel, die Untaten wieder gut zu machen, die unter dem Namen Umbrella begangen wurden. Aus diesem Grund haben wir uns 2007 als privates Militärunternehmen neu gegründet. Wir werden nicht nur jene aufhalten, die Biowaffen entwickeln oder verkaufen, sondern auch diejenigen, die solche Vorhaben unterstützen. Wir haben Mist gebaut und wir werden ihn wieder aufräumen. Und indem wir den Namen Umbrella beibehalten, zeigen wir, dass wir Verantwortung für diesen Mist übernehmen. Behalten Sie bitte im Gedächtnis, dass Sie
diese Verantwortung bei jeder Mission mit sich tragen. Ja, die eigentlichen Gründungsmitglieder von Umbrella sind ja tot. Also glaube ich denen das. Genauso wie Neil bei TerraSafe gute Absichten hatte, der ist zwar hinterher ein Arsch gewesen, hatte auch mit dem Ganzen zu tun, aber hey! Aber wer weiß, vielleicht. So, lauert dahinter diesmal Gefahr? Oh mein Gott! Ich werde dich hier rausbekommen. Lass mich. Es ist zu spät. Wir kommen beide. Ich hab gleich keinen. Was? Das wird nicht passieren. Oh, das würde ich nicht tun, wenn Lukas? Ich das wäre. Du kannst natürlich versuchen, das abzunehmen. Aber davon würde ich abraten. Meine Hand könnte ausrutschen und dann. Stopp! Ups. Also es läuft so, Chris. Du folgst mir nicht und ich lasse deinen Kopf nicht an die Decke hüpfen. Oh, und das gleiche gilt für deine kleinen Soldatenfreunde. Adios. Muchachos. Scheiße. Ich detektiere Sporen in der Luft. Typ E mutamizid. Der Atemgerätmodus wird automatisch eingeschaltet. Halte ein Auge auf deinen Sauerstofftank. Das ist nicht cool. Das ist ganz und gar nicht cool. Ich will mich umgucken. Dein Sauerstofftank ist auf 50%. Ja, ich beeil mich. Ich werde sterben. Ich werde hier drin verrecken. Geh da raus! Vergiss nicht deine Sauerstoffversorgung. Ich werde sowas von elendig verrecken. Tschüss, war nett! Mal sehen, wo ich starte. Hoffentlich nicht am Anfang. Gut. Also, es wird hier nichts weiter geben. Ich werde dich hier rausbekommen. Lass mich. Es ist zu spät. Wir kommen beide hier raus. Ich hab gleich keinen. Was? Das wird nicht passieren. Oh, das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre. Du kannst natürlich versuchen, das abzunehmen. Aber davon würde ich abraten. Meine Hand könnte ausrutschen und dann. Stopp! Ups. Also es läuft so, Chris. Du folgst mir nicht und ich lasse deinen Kopf nicht an die Decke hüpfen. Oh, und das gleiche gilt für deine kleinen Soldatenfreunde. Adios. Muchachos. Scheiße. Ich detektiere Sporen in der Luft. Typ E mutamizid. Der Atemgerätmodus wird automatisch eingeschaltet. Halte ein Auge auf deinen Sauerstofftank. Anscheinend bist du nicht kontaminiert. Geh zurück und lass die Bombe an deinem Arm entschärfen. Keine Zeit. Will dem Arsch keinen Vorsprung geben. Verstanden. Sei nur vorsichtig. Willst mich doch verarschen? Wieder kontaminierte Luft? Ich will nicht in so einer kontaminierten Scheiße kämpfen. Ja, tschüss. Oh Gott sei Dank.
hatte Statusberichte über Evie an die Connections geschickt. Finde ihn und mach ihn dingfest. Das darf sich nicht... Dingfest! Ihr wollt ihn sicher nicht rekrutieren? Chris, wie oft denn noch? Die BSAA ist vielleicht überzeugt. Wenn nicht, wäre ich nicht hier. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, mit Umbrella zu arbeiten. Ich weiß, es muss schwer sein. Und um ehrlich zu sein, viele waren bei uns, bevor wir uns als privates Militärunternehmen neu gründeten. Aber jetzt ist fast nur der Name übrig. Konzentrieren wir uns auf die Mission und setzen wir das Gespräch fort, wenn du zurück bist. Oh, davon habe ich sogar 4. Wie du meinst. Also wenn mal die Dicken kommen, und die werden jetzt kommen, bin mir sicher, denn ich kenne diese Stelle irgendwie. Hallo? Oh, da liegt Munition. Puh, du. Ich werde so oft sterben schon allein wegen der Luft. Alter, diese Geräusche. Das hast du aber gut gemacht. Also, ich hätte jetzt mit mehr Action gerechnet. Und eigentlich ist es genauso viel Action wie im 7. Teil eigentlich war. Nämlich, da konnte man ja auch oft... kommen nur 1-2 Gegner immer so von der Sorte, und man hat natürlich nicht unbegrenzt Muni. Damit fühle ich mich auch nicht viel sicherer, wenn da nur 26 Schuss drin sind. Kann man hier eigentlich auch speichern? Kann ich das aufmachen? Ich will das bestimmt nicht aufmachen, oder? Okay, es geht auf, ich will aber nur nicht. Sah gefährlich aus. Hört auf damit. Könnte das hier ein Speicherort sein?